Hallo Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Nach dem schrecklichen Rennen in Poland machen wir jetzt den Hades Cup. Ich habe mir gedacht, komm, wir machen jetzt den Hades Cup, dass ich das auch hinter mir habe. Und mal gucken, je nachdem. Wenn ich gut level, mache ich vielleicht danach gleich noch Polar. Ich habe jetzt auch den XP-Ring ausgerüstet. Und ich hoffe mal, das bringt eigentlich einiges, aber 36 für einen Schatten durch ist schon mal gar nicht so schlecht. Und 108 für einen Klappensoldat. Mir geht es eigentlich einfach nur darum, ich will den Hades Cup hier jetzt fertig machen. Damit ist eigentlich im Prinzip das Größte weg. Weil gerade der Hades Cup braucht nämlich am längsten von allen. Oh, 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 ich muss echt aufpassen. Das Problem ist dafür, dass ich mein Omega-Dot-Ring weggemacht habe, habe ich weniger Abwehr und ein bisschen weniger Leben. Was noch riskanter ist, zu verrecken. Deswegen muss ich immer gucken, dass ich vielleicht Aroga ausgerüstet habe, sonst bin ich dead. Oh, Donald hat denselben Gedanken gehabt wie ich. Habe ich eigentlich Sonnenstoß noch ausgerüstet? Ja, habe ich. Passt. Au. Das ist einfach so gefährlich. Oh, na, Roger. Deswegen hoffe ich, dass ich einfach schnell noch level. Der eigentliche Grund, wieso ich das mache, ist, ich kriege hier zwei Schwerter, Schlüsselschwerter. Also eins bin ich mir auf jeden Fall sicher, nämlich Löwenherz. Und das Schwert will ich auf jeden Fall haben. Das macht MP besser, Stärke besser und es ist auch viel länger. Das ist das Beste nämlich auch daran. Es ist länger. Au, das ist so abnormal. Ich finde es lustig, dass ich gerade fürs Abwehren mehr XP gekriegt habe, als wenn ich es kille. For laser. Rafunki. Yay, aber dafür, dass man kein Item bekommt, ist das sinnlos. Das ist das Blöde halt am anderen Cups. Man bekommt keine Heilung und man bekommt auch kein Geld. Ach, Juffi. Juffi alleine ist so lächerlich. Ihr merkt schon. Ich hasse es, dass die sich heilen kann. Aber, sag mal, Yuffie alleine ist so lächerlich. Kenshi-Schild. So geil, dass ich Enkel kontern habe. Das hätte es so viele Sachen viel schneller vereinfachen können. Juffi! Wie ist Donald jetzt gestorben? Bei dem war doch gar kein Herzloser. Oh, doch, war einer. Okay. Habe ich nicht gesehen gehabt. Goofy, gib ihm! Gib ihm, Goofy! Komm, Goofy, gib ihm! Goofy! Goofy! Ah. Oh, Halleluja, Donald hat Trotzkopf erlernt. Heißt, fehlt nur noch ich.
Fehlt nur noch Sora. Sobald ich mit Sora auch Trotzkopf habe, ist Sephiroth nämlich nicht mehr so schlimm. Ach, AP. Au. Aber ich meine, wir sind schon mal jeweils ein Level hochgekommen. Wobei Goofy, weiß ich noch nicht. Ist Goofy ein Level hochgekommen? Nee, ich glaube noch nicht. Oh, Fatty. Fatty und Fatty 2. So. Ah, Fatty, gib mir nicht auf den Sack. We did it! Arena-Wechsel. Oh, Severus kommt, gell? Ne, bevor Maul. Ach, echt jetzt? Guck mal, den finde ich beispielsweise, das sieht viel geiler aus als der andere. Aber bevor mir das so langweilig. Ja. Au. Wieso gibt der Donut MP, obwohl der die dumme Ente tot ist? Na egal. Ach, jedes Mal, wenn ich Blutzuber machen will, verkacke ich. Oh, das ist so ein in Länge gestreckter, dämlicher Kampf. Aber ich muss aufpassen, ich weiß, dass Severus nämlich auch noch einmal kommt. Oder Kerberus, je nachdem, wie man nennt. Wie schafft er das, Donuts Schaden zu machen? Ah. Kann der nicht endlich mal sterben? Oh, ist das ein nerviger Kampf. Oh, seriously. Nervst. Drecksgegner. Na danke, Goofy. Gib mal Donut wieder MP. Der braucht's eher. Der würde dich wahrscheinlich sogar heilen. Nicht so wie ich. Ich würde dich jetzt nicht heilen. Ach komm, da fehlt nicht mehr viel. Geh jetzt endlich sterben. Ah. Guck mal, wie dumm die KI einfach ist. Seid doch nicht in die Nähe, kommt doch auch hoch. Nur Donut war bis jetzt schlau genug, überhaupt mitzukommen. Und dafür nur 720. Oh, boy. Eis gehalten. Oh, jetzt kommt die Kleine. Die sind schnell tot. Und geben auch sehr viel gut Experte. Ich meine, für so einen kleinen. Au! Ich muss gerade aufpassen. Holy shit.
Da pass mal einmal nicht auf, dann ist man so gut wie tot. Okay. Und gleich haben wir's. Nein. Das ist das Problem an dieser Hinkrätsch-Attacke. Wenn man nicht trifft, dann dauert es viel zu lang, bis er wieder normal ist. Au. Oh, Panzerrüster. Gar nicht gewusst, dass er ganz kommt. Ja, das sollte mich nicht stören. Nun, ach scheiße, ich dachte, die ganze Rüstung wird down. Ah, okay, aber jetzt haben wir es so gut wie hingekriegt. Hey, jetzt komm. Goofy. Mit abgeht. Peace. Nee, eingezeigter Loser. Oh, Giftfunke. Ganz schnell erledigt. Lustig, das sind die Hai-Viecher, die mich nicht angreifen können, mir mehr Expert geben als die anderen, die mich attackieren können. So wie Pyrus, Zyklief oder wieso. Zipfler meine ich. Ach. Sonnenstoß ist eigentlich ziemlich behindert, wenn ich Viecher angreife, die in der Luft sind. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Hm. Jetzt habe ich MP umsonst aus dem Fenster geworfen. Ah, das Chamäleon kommt auch. Autsch. Au. Holy. Danke, Donut. Ich wollte gerade sagen. Das ist ein richtiges Mistviech. Hat noch ein bisschen Gehalt. Die Hexer. Gleich alle auf den scheiß Schwarzmagier. Wo er seine Blitztrick da macht. So. Aua. Aua. Mir fällt gerade ein, ich glaube, diese Herzlose gibt es in Kingdom Hearts 2 auch überhaupt nicht mehr. Ach, 3 Schwarzmagier und 6 Schattenlöcher. Also 6 Lappen und 2 Bastarde. 3 Bastarde. Die haben die Magier schon umgebracht? Ach, von wegen. Dachte ich mir gerade. Ich habe ein bisschen zu viel wieder erwartet von Golden und Goofy. Ach, verdammt. So knapp. Ich dachte, ich könnte ihn noch kurz schnell Donut heilen. Bei welcher Etage sind wir jetzt eigentlich? Ah, 31. Okay, passt. Oh, Engelschwinge. Den habt ihr noch nicht gesehen. Da kommt erst im neuesten Bereich dieser Herzsoße. Sowieso, in den letzten 10 Etagen kommen dann sehr viele neue Herzsoßen für euch, die noch nicht das Spiel selbst gespielt haben, durch.
Weil da kommt die, die eigentlich erst jetzt im letzten Land kommt. Aber das letzte Land wollte ich halt erst später machen. Da es da auch nichts mehr gibt, was mich interessiert. Ich habe alle Dalmatiner, ich habe alle Trio-Techniken. Es ist nur für Summon, für Ultima. Kommen da Herzlose noch, wo ich noch kaputt machen muss. Das ist das Einzige, was mir... Wieso ich da noch nachher noch hingehen muss, bevor gehe ich eigentlich gegen Polar und so weiter kämpfen will. Eigentlich, wobei Polar schaffe ich eigentlich auch so. Polar ist eigentlich ziemlich easy, er braucht nur ewig und geht mir voll auf den Sack. Aber er ist nicht schwer. Wenn man weiß, wie man es macht, ist er eigentlich echt nicht schwer. Jetzt kommt Cerberus. Cerberus. Bei dem muss ich echt aufpassen. Oh. Ah, danke, Goofy. Oh, das war wieder knapp. Okay, ich muss mal hier ein bisschen vorbereiten. So. Jetzt ist nämlich genau mein Plan aufgegangen. Dadurch, dass Goofy kurz wiederbelebt worden ist und so viel Schaden erlitten hat, hat er durch Esprit wieder voll viel MP bekommen. Oh, holy shit. Bei dem Kampf muss ich echt aufpassen, gerade durch dieses ganze Nebenbei, was da noch alles kommt. Ist das echt problematisch? Alter, ich verreck gleich. Donut, achso, Donut ist schon wieder tot. Ach, damn it. Ah. Okay, ich werde da im Prinzip jetzt reinschneiden bis zum diesen Kampf wieder. Bis gleich. So, Round 2. Revanche. Cerberus. Ich mach diesmal die alte Taktik, die ich damals schon gemacht habe, als ich gegen Cerberus gekämpft habe. Ich scheiß auf Donut und Goofy so hart. Und gehe nur auf die Offensive. Die scheinbar immer noch die beste Taktik ist. Komm, gib ihn. Von wegen Teamwork. Solo ist bestens. Aua. Ah, jetzt Cerberus, bleibt doch irgendwie still. Ich will denn alle nur ein Ende machen. Jetzt komm. Aua. Ah, jetzt komm. Ich habe ihn wieder nicht getroffen, richtig. Aber jetzt aber. Geht doch. Ich heile Goofy, weil er mich geheilt hat. Beziehungsweise weil er mir MP gespendet hat.
Stroms, Blitzgarden. Ich will jetzt Gravigar. Gravigar ist nämlich richtig geil. So. Luftpiraten und Turbo Pooper. Oh, Angriffskraft. Das kann Goofy echt gut gebrauchen. Ah. So. Ich bin echt froh, wenn wir fertig sind mit Hardest Cup. Hardest Cup ist das längste. Boah. Es ist zwar, es macht trotzdem sehr viel Spaß. Ich meine, du kämpfst ja echt nur. Das feiere ich. Nur kämpfen ist richtig geil manchmal. Und alles, was besser ist, das Phantom. Und Polar. Okay. Gaunted, Gargoyles. Jetzt kommen nur die Arme, obwohl wir vorher schon die ganze Rüstung kaputt gemacht haben. So. Ab Stufe 10 wird's richtig hart, Leute. Wobei Nummer 1 dafür dann so lächerlich ist. Ich meine, Platz 1 ist so lächerlich. Guck mal, es sind 3 Schatten durch hier. Und wir sind 3 Leute. Jeder hätte einen jetzt kaputt machen können, aber nein. Jetzt komm. Ich glaube, das war die letzte Armee. Oder? Ja. Müsst ihr jetzt nicht scoren, Leon, komm. Oder waren die Platz 21? Hätte Gravigar gehabt, dann wären sie alle instant dort gewesen. Ich muss nur auf Nummer sicher gehen, dass die alle volles Leben haben gleich gegen die zwei. Die sind nämlich echt ein harter Brocken. Ah, jetzt kommt der Rüstur Panther, der hier richtig hässliche. Aber. Gerade noch Aroka gemacht, bevor mir Schade zufügen konnte. Ja, jetzt komm, Sora, kill die alle, kill sie alle ab. Going to, keine Ahnung, Fälle? Eigentlich nicht, sie sind ja herzlose. Ich meine, die existieren doch nicht wirklich, oder? So wie niemand da. Es sind halt nur Dunkelheit fetzen, die einen auf den Sack gehen. So richtige Schattenlappen. Gargoyles, Turbo Probo und Luftpiraten. Okay. Ah, diesmal habe ich nicht alle getroffen. Hätte ich ein paar Schritte weiter nach vorne gehen müssen. Okay, ich habe alles Leben. Goofy auch. Donut auch. Passt. Jetzt kommen die zwei, oder? Ach, Aschut, stimmt, wir sind 42. Fehlt noch ein Platz. Jetzt aber. Dammit. Ring 1 und Drecksgeist. Au. Okay, außer Donut haben alle volle Leben. Ach komm, die ey. Ah, der Zerstörer ist auch dabei.
So, jetzt. Jetzt können die zwei kommen. Das größte Übel ist Claude. Mit seinem scheiß Ding. Omni-Schlag. Und Sonnenstoß natürlich auch. Dafür hat Squall mehr Leben. Ah, ist das ein Scheißkampf. Ja, sie sind beide dann zusammen. Komm, ich muss nur einen loswerden. Wenn ich einen losgeworden bin, ist der Rest kein Problem mehr. Und es ist diesmal ja auch keine Drecks-Yuffie da, die einen heilen kann. Oh, ich hab's Score. Ich hab's Score. Ja, Mann, ich hab's Score. So, jetzt ist nur noch Cloud da. Ah! Oh, danke, du dumme Ente. Oh, shit. Komm, Claude. Gleich haben wir's. Ja, Mann, gleich haben wir's. Geht doch. Living Herz. Yay. Falls ihr verrecken sollte, kann ich die gleich ausrüsten. Trio-Bäuchler. Guck mal, jetzt hat er mir MP gegeben, obwohl ich noch so viel hatte. Manchmal macht es keinen Sinn. Dabei habe ich ihn jetzt auch Evolution wieder ausgerüstet, dass er im Prinzip auch heilen könnte, aber pff, irgendwie habe ich das jetzt noch nicht bei Goofy gesehen. Hat sich mehr auf MP-Spenden konzentriert, was nicht so schlimm ist. Ist auch okay. Vielleicht, solange sie dumme Anti-Arbeit macht, ist das echt kein Problem. Die Ente könnte sich zwar selbst heilen, aber nein. Die irrenden Engel. Engelschwinge mal 2. So, jetzt komm. Aua. Mir geht ein bisschen das Gesprächsthema aus, was ich muss ja immer davon ausgehen, dass uns Leute angucken, bevor sie Kingdom Hearts 1.5 durchgezockt haben, also bevor sie Kingdom Hearts Rechange of Memories gespielt haben, etc. Eigentlich würde ich ja gerne ein bisschen mehr über die Story allgemein reden, aber das geht schlecht. Deswegen rede ich mal ein bisschen so von der Community an. Ich finde es gut, dass bei Kingdom Hearts mindestens ein Video jeweils kommentiert wird. Finde ich echt nice. Kommentare lese ich immer sehr gerne. Außer wenn es blöde Kommentare sind wie: Wann ist der nächste Naruto-Livestream? Oh, ne, das kann ich nicht lesen. Sowas gehört da nicht hin. Dafür hat man mich bei Twitter, Instagram etc. Facebook. Schreibt das doch da anstatt bei den Videos. Ich finde das ein bisschen so. Ich weiß nicht.
so unpassend. Ich meine, wenn es jetzt ein Naruto-Video wäre, wäre das ja auch okay. Aber unter einem Kingdom Hearts-Video, ich finde das blöd. Ich lese so oder so alle Kommentare, ist egal von welchem Video das ist. Und ob es, wenn es eins vor 4 Jahren ist, ich lese alle Kommentare. Deswegen, es unbedingt beim Neuesten zu machen, ist ein bisschen unnötig. Erst recht, wenn es so ein unnötiger Kommentar ist. Das ist das. Ich habe sogar noch die Ryosuki Community bei der PSN. Und ich habe ja schon so oft gesagt, folgt mir einfach auf Twitter. Ich tue es immer ankündigen, wenn ein Livestream kommt. Und wenn ich es nicht ankündige, heißt das, es kommt kein Livestream. Fertig aus. Oh, Invictor. Das ist auch einer der neuen Herzlosen. Bei dem muss man echt aufpassen. Einer allein ist, das ist eine Sache für sich, aber mehrere. Wer ist jetzt gerade Level hochgekommen? Donut, gell? Und hat, glaube ich, plus AP bekommen. Ich hoffe, Sora kommt gleich wieder Level hoch. Oh, bye! Also nur so welche Tanks. Ah, ich glaube, ich krieg doch noch Kavika bei dem Cup. Oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß, dass ich Stopka erst von dem ich im Phantom bekomme. Bei dem einzigen Gegner, wo ich diese Kackmagie brauche, kriege ich die beste erst. So ein Schwachsinn. Dass ich das damals ausgedacht hat. Ich meine, Aroga bekomme ich von Damatino. Was ist das? Das verstehe ich einfach nicht, Leute. Also manchmal bei so Entscheidungen bei Spielen, der echt ohne Witz. Das sind manchmal so Sachen. Da könnte ich dir echt denken, so, die waren echt stone, als sie das gemacht haben. Ich meine, ihr seht ja, wann setze ich Stopp ein? Ich setze gegen normale Gegner nie Stopp ein. Gegen Bösse funktioniert es ja noch nicht mal. Ich habe auch so ein, zwei Ausnahmen. Und ich sehe nicht Baphomet oder so als Boss, sage ich euch gleich. Da muss man echt aufpassen. Bei denen. Die ziehen echt viel ab. Ausgerechnet. Oh. Und das mit diesen Schatten hier, was ihr gerade seht, das hasse ich richtig. Jetzt komm. Kill den. Danke. Ich glaube, das waren jetzt alle, gell? Ja. Jetzt kommt. War das jetzt Platz 11, gell? Yo, hey, how you doing, everybody? Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you. Ja, Hades kommt nämlich bei Platz 10. So? Es ist auch so eine Entscheidung, wo ich echt nicht nachvollziehen kann. Bei dem muss man echt aufpassen. Er zieht nämlich übel ab. Und er hat mehr Leben, als man haben kann. So wie Sephiroth. Ich glaube, er und Sephiroth. Ah! Shit! 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 Ihr seht schon. Richtig gefährlich. Ich meine, ich habe Aroga und er zieht mir trotzdem beinahe das ganze Leben ab. Die Attacke hier, die finde ich witzig. Ich mag die irgendwie. Weil man muss einfach im Prinzip nur über den Kreis laufen. Alter, dann schießt er auch noch daneben. Ey, hat das auf Donut nur abgesehen? Ja, der hat echt nur auf die Ente. Ich glaube, da wollte er eine gebratene Ente haben heute. Oh, holy shit. Och, Hades.
Also manchmal verstehe ich die KI einfach überhaupt nicht. Aua. Alter, das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, so knapp. Nein, hör auf mit der Slow Motion. So, jetzt habe ich eigentlich Gravikra. Und wir kommen zu den Top 10 in Hades Cup. Jetzt wird's richtig böse. Ah. Hades Cup ist gleich zu Ende. Ich weiß gar nicht mehr, was... Okay, wenn wir jetzt Gravika gekriegt haben. Ich habe jetzt Volker, Eiska, Blitzka, Gravika, Aroka, Vika, Evikra. Und jetzt fehlt nur Stopka, was ich, wie gesagt, nur vom Phantom bekommen habe. Also ich weiß gar nicht mehr, was man jetzt noch bekommt. Außerdem müsste jetzt Zora mal wieder Level hochkommen. Ich meine, ich habe gerade wie viel Expert von Hades bekommen? War schon einiges. Ich muss eigentlich nur zum Platz 1 schaffen, weil Platz 1 ist so lächerlich, ihr werdet es schon sehen. Und da komme ich auf jeden Fall Level hoch. Das Schlimme an Hades Cup ist im Prinzip, das alleine mit Zora nachher zu machen. Und auf Zeit. Auf Zeit ist richtig bitter. Also die mache ich meistens immer erst, wenn ich über Level 90 bin. Einfach aus dem Grund, nicht weil es nicht machbar ist. Ich habe so, oh holy shit. Das stimmt, es sind zwei Chamäleons, gell? Ja. Ich hab gerade schon gedacht, irgendwas ist komisch. Oder sind's? Nee, es ist trotzdem nur eins. Okay, dann keine Ahnung. Auf Nummer sicher gehen und heim mich nochmal. Ach, Profungi. Da haben wir keine Items bekommen, wisst ihr, was man macht. Fuck you. Fuck you. Und fuck you. Die sind im Prinzip nur da dazu, um Ding, um sein MP noch ein bisschen aufzufüllen durch den Hit. Oh. Das ist so eine Sache. What the fuck? Ich hab doch nochmal Dreieck gedrückt. Was zur Hölle? Das hat er nur einmal gestoßen. Das war jetzt so LP-Verschwendung. Oh. Aua. Okay, ich gehe auf Nummer sicher. Haben wir eigentlich immer noch April, wenn ich das hier veröffentliche? Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall noch. Ich glaube, die letzte Woche von April ist das dann. Ah, jetzt kommen die zwei Bastarde. Oh, das wird jetzt eine Sache. Wenn ich einen Down gekriegt habe, ist es eh egal. Sobald ich das geschafft habe, Wayne. Mir fällt gerade auf, dass mit einem Abschlusskombo war erst bei Kingdom Hearts 2, gell? Mit dem Bessen.
fällt mir gerade auf. Ach, so eine unnötige Kacke ist das. Dass ich echt erst warten muss, bis der seine scheiß Attacke zu Ende gebracht hat. Platz 3. Nur noch die zwei Plätze und dann haben wir's. Aber mir fällt auf, ich ziehe schon viel mehr ab, gell? Achso, ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, als ich gegen Kerberos verloren habe und jetzt nochmal im Prinzip den Cup mittendrin nochmal neu begonnen habe, da habe ich den Expertringer wieder entfernt. Es hatte für mich keinen Sinn, den auszurüsten. Weil es ist einfach nur umso schwerer gewesen. Und so geht's ja, ihr seht's ja. So ist besser. So viel zieht sich mehr ab. Und habe auch ein bisschen mehr Leben. Und dabei habe ich noch nicht mal das beste Schlüsselwort. Mein Problem ist nun meine Verteidigung. Mein Angriff ist nicht das Problem. Nachher ziehe ich so viel ab, dass ich beinahe jeden Herzlos mit einem Schlag zerstöre. Ich glaube, außer Fetti und dem mit dem Schild ist das wirklich so der Fall. Und nur die Verteidigung ist halt echt das Problem. Ja, jetzt komm. Apropos, wenn ich den Fettsack zähle, ich brauche immer noch das Schild von dem für Goofy. Okay. Ich brauche nicht mal MP für den letzten Gegner. Ich kann da auch mit nur MP ankommen. Das wäre kein Problem. Ich muss nur das da hier jetzt schaffen. Den Rest schaffe ich schon. Das war wieder ziemlich behindert von mir, fällt mir gerade auf. Genau. Jetzt habe ich nämlich auch Roga wieder dran. Das muss ich dran haben, sonst wird es echt gefährlich. Lustig, obwohl ich Spezialtechniken ausgerüstet habe, bei Donald ausgerüstet habe, macht das so gut wie Nikravika. Irgendwie komisch. Ah. Das ist der letzte auch noch, gell? Natürlich. Ne, zwei sind's. Das sind noch zwei. Komm, haut ihn drauf, bevor er nochmal diese Kacke macht. Das ist so eine Zeitverschwendung. Okay. Ich glaube, das ist auch die letzte Runde. Ja. Endlich. Ne. Granitos. Schade, dass man Magmas, also ich meine den Magma-Typ auch nicht und den Lufttyp irgendwie reingebaut haben. Und wie ihr ja in Kingdom Hearts 3 schon gesehen habt, wird der auch wieder auftauchen. Der sieht da aber mindestens irgendwie ein bisschen epischer aus. Da, ihr seht schon. Oh, richtig spannend der Kampf, gell? Das Geile ist, dass man jedes Mal noch einen Tech Plus noch bekommt für jeden Schlag, den man macht. Spannender Kampf, gell? Ich bin wieder voll
im Schwitzen, ey. So hart wie der Kampf ist. Meine Fresse, ich glaube, ich schaffe das vielleicht so gar nicht. Das könnte knapp werden. Mal schauen. Könnte echt knapp werden, Leute. Könnte echt knapp werden. Aber ich glaube, ich schaff's vielleicht. Boah. Ja, ich hab's geschafft. Boah, war das knapp. Boah, oh shit, heaven. Ach, Triogramm. Stimmt. Habe ich voll vergessen, dass es die Attacke gibt. Weil ich sie so gut wie nie einsetze. Also mindestens nicht im ersten Teil. So. Wo haben wir Living Hearts? Ach, das ist echt sogar schlechter als Zentifol. Echt jetzt? Boah, okay. Das ist hart. Egal, Leute. Das war's für den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da mache ich jetzt die letzte Welt. Und dann kommen die letzten zusätzlichen Gegner und das eine Sammlungsvideo noch und dann kommt's Ende. Also im Prinzip, ich weiß nur noch nicht, ob ich Phantom und Ding und so weiter einschneiden werde. Sephiroth kriegt seinen eigenen Part. Das ist so hundertprozentig klar. Und wenn der Part nur 10 Minuten ist, ist mir scheißegal, der kriegt seinen eigenen Part, den hat er verdient. Warte mal, Polar, Kisaru oder wie das Viech heißt, ich hab's vergessen, kann irgendwas mit K. Und Phantom? Ah, stimmt, den einen gibt's ja auch noch. Oh, vielleicht mache ich es anders. Sephiroth kriegt vielleicht doch nicht einen einzelnen Part. Es gibt ja noch den einen geheimen Gegner bei Hollow Bastion, den es ja nur im Final Mix gibt. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Ich glaube, der und Sephiroth kriegen einen extra Part, weil die zwei sind beide richtig episch. Aber wie gesagt, das war's, Leute. War ein ziemlich mega langer Part diesmal. Also, könnt ihr mir mindestens einen Daumen hoch geben und vielleicht einen Kommentar. Wäre nice. Also, tschüss, Leute.